Herzlich willkommen, Leute, zu einer neuen Runde Fortnite Battle Royale. Passend zum neuen Star Wars Spielrelease gibt's auch den Stormtrooper in-game. Das Ganze war jetzt am letzten Wochenende passiert. Und ich, als alter Star Wars-Fan, so wie ihr mich kennt, wollte einfach mal eine Runde mit meinem neuen Sturmtruppler-Skin an den Start gehen. Ja, und ich spiele mit Random Squad. Das war die Folge, die letzte Woche sehr gut ankam. Und ey, das hat mir super viel Spaß gemacht. Deswegen schauen wir doch mal, was Lino the One, Mindless und Boyong Cha so drauf haben. Ja, wir landen Pleasant Park und let's go. Ja, lass mal schauen, was wir heute machen können. Und nebenbei möchte ich gerne noch über ein bestimmtes Thema heute quatschen, passend auch zum Skin, aber dazu kommen wir gleich. Der Anfang ist immer erstmal das A und O, ja, der wichtige Opener. Und sorry nochmal für die letzte Folge, da ging es mir nicht besonders gut und das war eher eine komische Folge, die wir aufgenommen haben, aber ich glaube, die war am Ende auch ganz witzig. Zumindest kam sie gut bei euch an und ja, jetzt bin ich wieder im Game und ich hoffe, dass ich auch in Zukunft wieder mal mit Kundran, Alex, Kapuze was aufnehmen kann, selbst wenn es nur einer ist für eine Duo-Runde oder so, aber mal schauen. So, erstmal jetzt hier die Gegend absnaben und zu alten Kieler schauen. Aber der Ganove versteckt sich da am Dach. Ein bisschen aus dem Zoom gehen, weil Pleasant Park hat relativ viele Landing Spots. Wir haben zwar meiner Meinung nach die beste Seite der Stadt erwischt, um abzuaimen, aber schnell sind sie auf jeden Fall. Ist einer down, aber nicht von mir. So. Egal, jeder Damage zählt. Am Ende ist es nur wichtig, dass man der letzte Überlebende ist. Wie viele Kills man bis dahin hat, ist nicht so wichtig. So. Pleasant the Park. Was hat mein Team da links gebaut? Mein Team macht auf jeden Fall Stress. Hat auch jetzt gerade einen geholt mit der Shorty. Nice. Ja, kann mich nicht beklagen. Das müsste also der letzte gewesen sein. Und da kommt jetzt auch noch das andere Team von rechts. Sportplatz-Action. Ja. Wir haben gegeben, der Ganove. Er hat mir auf jeden Fall direkt gedrückt. So. Wie viele kommen da noch? Zwei sind auf jeden Fall. Lol. Guacamole. Den hätten wir mir geben können. Let's go, den angel ich mir. Ich würde so gerne mal so einen Lucky Shot mit der Angel halt kriegen, um einen zurückzuziehen. Bringt zwar nichts mehr. Oh, ich hab keine Muni mehr. Keine Moon. Falle haben wir doch gehört vorher. Oh! Ruhe bewahren! Da haben wir den Ganoven geholt. Und jetzt müssen wir unseren Kumpel retten. Ist die Falle noch da? So, worüber ich aber mit euch quatschen wollte, ich glaube, jetzt sind wir erstmal allein in Pleasant. Passend zum Star Wars Release, Fallen Order, kam am Freitag raus. Mein ganzes Wochenende bestand ja daraus, Pokémon zu spielen. Und Alex und Kundran und so haben ja auch Star Wars gespielt. Das soll richtig gut gewesen sein. Und da wollte ich euch fragen, wie fandet ihr das? Habt ihr über das Wochenende was mitbekommen? Habt ihr eher Pokémon gespielt? Habt ihr eher Star Wars gespielt? Wo lag euer Fokus? Habt ihr, oder selbst wenn ihr nichts gespielt habt davon, was habt ihr euch angeguckt? Ihr wisst ja, ich bin jetzt nicht der größte Star Wars Fan, aber ganz so wenig, wie ich mich bei unseren Running Gags auskennen, ist es ja doch nicht. Also ich kenne mich ja doch schon ein bisschen mehr mit Star Wars aus, als die Witze es vermuten lassen. Und ich habe zwar Pokémon gespielt, aber Fallen Order sah eigentlich ziemlich gut aus. Eins meiner Favorite Games war ja Sekiro gewesen in der letzten Zeit, im letzten Jahr. Und das war irgendwie so eine schöne Mischung aus Sekiro und Tomb Raider. So wirkte es auf mich. Und da wollte ich euch einfach mal fragen, habt ihr es gesehen? Habt ihr es gespielt? Was ist eure Meinung dazu? Wäre es vom Spiel her auch etwas für mich? Ich weiß nicht, ich glaube, es soll so 15 bis 20 Stunden lang sein. Klar, es ist eine Menge Zeit, aber irgendwie
hat es mein Interesse geweckt und Alex und so haben natürlich auch gesagt, dass es ziemlich gut ist und das ist auch mal ein Indikator immer dafür, dass man sich das vielleicht mal anschauen kann. Wenn ihr mehr wisst oder wenn ihr mir gerne eure Meinung mitteilen wollt, dann macht das gern in den Kommentaren. Ganz, ganz großes Dankeschön geht auch an die Leute raus, die mich immer unterstützen beim Fortnite-Spielen beziehungsweise im Epic Launch und meinen Creator-Code eingeben. Jetzt wieder bezogen auf den Star Wars Skin. Weil der wurde anscheinend auch öfter gekauft, gab ein oder andere Tweet dazu und dafür vielen, vielen Dank. So, neue Gegner, neues Glück. Wir haben den Raketenwerfer und ich nutze die Angel. Squad-Runde macht eigentlich immer eine ganze Menge Spaß, finde ich. Ich mag Squad-Runden mit Randoms. Und ja, mal schauen, wie ich mich hier mit meinem Team zusammenraffen kann. Momentan sieht es so aus, als wenn ich richtig Lack habe. Mein Team räumt richtig auf und haut richtig auf die Kacke. Die bauen ja hier wirklich einen nach dem anderen weg und sperren ihn ein. Aber auf jeden Fall ein Team, womit man vielleicht einen Sieg erspielen könnte. Und da ich ja den Stormtrooper spiele, muss ich ja gar nicht so viel treffen. Ist ja nicht mein Job, ja. Als Stormtrooper schieße ich ja nur. Ich muss ja nicht unbedingt, ich werde ja sowieso nichts treffen. Das liegt ja am Skin. Hat ja weniger Genauigkeit als alle anderen Skins im Spiel. Hat mehr Blumen. So. Let's go. Hätte man mir auch wieder geben können. Das ist jetzt natürlich, oh du Scheiße. Mittlerweile sind alle so schnell in dem Spiel. Mein Team bewegt sich zumindest zu mir. Alle bauen mittlerweile wie ein Weltmeister und sind auch so schnell dabei. Das ist mein Stormtrooper Bloom. Ah, wie es aussieht, hat das Team wieder gerissen. So, jetzt komme ich. Sollten wir uns irgendwie hier aus der Zone rausbewegen. Ich nehme das Medikit auf jeden Fall mit. Mein Team holt sich auch noch easy den letzten. Ja, also da machen sie keine halben Sachen. Spieler kommt runter. Ich denke immer, wenn die Leute sowas bauen, wie der gerade kommt, jetzt ein Jump-Pad, aber diese Zeit gibt es gar nicht mehr. Das war so Season 4, 5, keine Ahnung, so wirkte es. Baut sich hoch, macht eine gerade Fläche und dann zack, wo bleibt das Pad? Wir haben auf jeden Fall noch ein paar Sekunden Zeit außerhalb der Zone. Aber ich glaube, den letzten Spieler hat schon erwischt. Jetzt haben sie ihn. Okay, ich hatte nicht gesehen, wie viele noch am Leben waren und worauf geschossen wird. Ja, mein Team. Was soll ich machen? Mein Team carried mich hier durch. Einfach mal verstecken. Und 4, 3. Oh, mein Team hilft mir schon wieder. Jetzt ist meine Zeit, Leute. Alter. Mal hin. Hätte man mir geben können. Mein Team nimmt mir das wirklich gut ab. Was spielt ihr in Fortnite momentan am liebsten? Spielt ihr Solo? Spielt ihr Duo? Spielt ihr Squad? Geht ihr in die Arena? Was macht ihr so? Ist das
Zockt ihr überhaupt noch? Spielt ihr eher Creative oder Limited Time Modes? Was ist so, wenn ihr Fortnite spielt, was spielt ihr? Save the World? Gibt ja doch schon eine ganze Menge, was man machen kann. Schreibt es mir auf jeden Fall mal. Wäre ganz nice. Und ansonsten, ja. Fortnite gefällt mir immer noch gut. Jedes Mal, wenn ich es spiele, jedes Mal, wenn ich es sehe, denke ich mir, wow, nice. Es ist irgendwie ein Spiel, zu dem man immer wieder zurückkommen kann. Ähnlich für mich wie Counter-Strike, wie League of Legends. So, da reizt sich Fortnite für mich ein. Es ist ein Spiel, das kann man sich immer wieder geben. Es geht so schnell, startet sich so schnell. Du findest instant ein Match, keine langen Wartezeiten. Du hast einfach so direkt Action. Ist Fortnite immer noch eine geile Sache. Schauen wir mal, dass wir irgendwas finden, womit wir unseren Squad teilen können. Also der Mindless zumindest. Waffenskin passt ganz gut. Und mein StatTrack-Rucksack, wie findet ihr den? Der gehört nicht zum Stormtrooper-Skin, aber ich finde den super passend für den Skin. Ich finde, das ist eine schöne Kombination. Bei der Pickaxe, ja, da muss ich ein bisschen improvisieren. Aber ich habe aber auch nicht alle angeguckt. Aber alles in allem ein schönes Skinset an der Stelle. siebzehn Leute noch. 4 Kills hätte ich noch gern. Lagerfeuer ist da. Bei diesen großen Büschen, an dem ich gerade vorbeigesprungen bin, habe ich immer Angst, dass sich da einer drinnen versteckt. Weil du kannst relativ gut rausgucken und sehr schwer nur reinschauen, ist ja, denn du stellst dich rein. Das ist immer das, wovor ich am meisten Schiss habe. So, Bandagen, Lagerfeuer, das müsste auf jeden Fall reichen, um das ganze Team erstmal wieder auf 100 zu kriegen. Mindless gönnen sich schon mal die Bandagen, deswegen go, go. Sieht fast eher aus wie ich baue einfach und kämpfe nicht. Also das sieht nach einem super komischen Konstrukt aus. Vor allem, das hat sich gerade erst fertig gebaut und den Kampf habe ich nicht gesehen. Oh, der wäre schön gewesen, Alter, durch diesen Steinschlitz da. Drei kleine Häuschen, die drei. Ach du Scheiße. Oh, der will mich. Der will mich. Oh. Das war schnell. Das ist kein echter Stormtrooper. Alter, mein Team ist crazy drauf. Er hat super schnell gehandelt. Ach du Scheiße. Das heißt, mein Überblick waren. Irgendwie wird überall rausgeschossen, ey. Das sind irgendwie als Gegner. Ja, ja. Schöne Hits, schöne Hits. Kann er, kann er. Da durfte ich mich revanchieren.
Ja, moin! Eine Hand wäscht die andere in diesem Team, ne? Wenn ich jetzt den Mindless hier nochmal aufheben kann, dann sind wir back im Game. Hat er. Da waren wir doch nochmal nützlich fürs Team. Aber ich brauche unbedingt HP. Irgendwer, irgendwas. Ach du Kacke, was ist denn da los? 7 Leute noch am Leben. Das muss ein 4 gegen 3 sein wahrscheinlich, oder? Jetzt muss ich mich konzentrieren, Jungs. Mit einem HP. Drei gegen ein, kurz vorm Abkratzen als Erfolg. Alter Schwede, dass wir das überlebt haben, ist ja insane. Jetzt warte auf mich. Alter, was ein Ende. Es hat wieder so viel Spaß gemacht, im Squad zu spielen. Das ist unglaublich. Aber wir haben auf meinem Rucksack, wir haben die 5 Kills. Wir haben die 5 Kills wirklich noch geschafft. 5 Kills, 5 Assists. Leute, wenn euch das kleine Ründchen gefallen hat, dann lasst gerne ein Like. Da denkt an den Creator-Code, schreibt mir eure Meinung zu Fallen Order. Ich wünsche euch einen wunderschönen Tag. Ich hoffe, ihr hattet Spaß. Bis dann, macht's gut. Ciao.